Ihr Schweine! Ich bring euch alle um! Los jetzt! Lasst mich hier rein! Ich bring euch in die Luft! Wir haben die taktische Notfallmedizin schon einmal angerissen und euch unseren taktischen Notfallrucksack gezeigt. Heute geht es allerdings um die Praxis der taktischen Notfallmedizin. Los geht's! Mein Bein! Mein Bein! Mein Bein! Ja, ich weiß, Komm, einmal aufstehen. Pass auf, nimm dich auf. Kannst du weg und zurück. Eins müssen wir euch vorab sagen. Das Video ist ziemlich krass. Es geht hier um viel Blut, es geht hier um viel Geschrei und echt drastische Szenen. Ihr müsst euch nämlich überlegen, für was ist so ein Training? So ein Training ist dafür, dass ihr wisst, was zu tun ist, wenn solche Lagen, krasse Lagen, Amokläufe, Schießereien, Attentate, wenn sowas geschieht, darum geht's. Und das muss natürlich hier auch realitätsnah oder möglichst realitätsnah dargestellt werden. Das heißt, wenn ihr nicht ganz gefestigt seid, euch es eventuell nicht so gut geht, dann solltet ihr das Video heute definitiv nicht gucken. Alle Teilnehmer, die hier dran teilnehmen, sind geimpft und wenn der Sicherheitsabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann, dann tragen alle Teilnehmer FFP2-Masken, das werdet ihr aber auch sehen, denn das ist natürlich ein Kursformat, da müssen die Leute aneinander arbeiten und sich gegebenenfalls auch mal einen echten Zugang gegenseitig legen. Wundert euch nicht, wenn heute vielleicht nicht jedes Bild perfekt im Kasten ist und perfekt inszeniert. Wir wollen einfach den Live-Eindruck vermitteln und dabei ist es natürlich super schwierig, mit der Kamera immer am perfekten Ort zu stehen. Denn auch wir wissen nicht genau, was kommt auf die Kandidaten hier zu und auch auf uns. Da es in dem Video ja um taktische Notfallmedizin geht, sind natürlich auch die Instruktoren aus der Taktik und aus dem täglichen Arbeiten damit. Das heißt, die Jungs oder die Männer, die hier die Instruktoren sind, sind natürlich alles echte Einsatzkräfte aus taktischen Einheiten. Das heißt, viele der Männer hier, die hier am Start sind, dürfen auch nicht zu sehen sein. Deswegen wundert euch nicht, wenn einige entweder komplett vermummt sind, Sturmhaube aufhaben oder durch uns dann noch nachträglich verpixelt werden. Und wenn ihr dem Blaulichtkanal noch nicht folgt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da. Aber was heißt überhaupt TEC? TEC bedeutet Tactical Emergency Casualty Care. Das heißt, es geht um die Behandlung von Verletzungen penetrierender Gewalt. Das heißt, Schusswunden, Schnittwunden, Risswunden durch Explosionen, all diese Wunden oder Verletzungen, die man jetzt aus dem Daily Business im Rettungsdienst nicht so kennt. Und deswegen haben wir in dem Fall jetzt auch taktische Notfallrucksäcke. Das heißt, wir haben hier wirklich nur Sachen dabei, um lebensbedrohliche Verletzungen zu behandeln in kürzester Zeit. Das heißt, hier geht es nicht darum, wir kleben mal ein Pflaster oder wir messen mal den Blutzucker, sondern hier ist wirklich nur Material drin, um lebensbedrohliche Zustände aufzuheben. Wir haben euch den Notfallrucksack schon mal gezeigt. Könnt ihr mal hier oben klicken. Und ich würde sagen, wir lassen uns jetzt aber mal von einem echten Fachmann erklären, was genau so das Kursformat ist oder was so die Inhalte sein werden. Und bevor ihr euch fragt, warum hier
immer mal wieder im Hintergrund Flugzeuge zu sehen sind. Wir sind hier am Siegerland Flughafen in den Hangars. Das heißt, die Trainings finden zum Teil in den Hangars statt. Der Grund dafür ist einfach, dass wir hier ziemlich zentral mitten in Deutschland sind. Das heißt, von oben, von unten, von links und rechts ist es von überall ziemlich gleich weit bis hierher. Deswegen findet der Kurs einfach zentral in Deutschland statt. Und die Gegebenheiten hier auf einem abgeschlossenen, sehr abgelegenen Gelände üben zu können, das ermöglicht natürlich vieles. Und aus diesem Grund befinden wir uns hier auf dem Flughafen. Bei mir habe ich jetzt den Kai. Der Kai ist der Kurskoordinator hier und unser Ansprechpartner. Und Kai, vielleicht kannst du den Zuschauern erstmal so ein bisschen grundlegend was dazu erzählen. Was ist überhaupt so die Intention hinter dem Kurs? Im Kurs geht es um die strukturierte, prioritätenorientierte Patientenversorgung in taktischen Bedrohungslagen. Wir wissen, dass diese Lagen besonders sind, dass wir mit begrenzten Materialressourcen vielleicht arbeiten müssen, dass wir mit speziellen Verletzungen rechnen müssen, insbesondere Schuss-, Stich- und Explosionsverletzungen erfordern eine strukturierte Herangehensweise. Die Arbeit, das intensive Training mit taktischen Notfallmedizinprodukten, das ist Bestandteil des Lehrgangs. Wir wollen die Teilnehmer darüber hinaus sensibilisieren für solche Lagen, zu identifizieren, in welcher Phase befinde ich mich, in welcher Zone, wie sicher ist die Lage. Selbstverständlich, insbesondere für ziviles Rettungsdienstpersonal, die Sensibilisierung dafür, nicht in Bedrohungslagen reinzugehen, sondern eben strukturiert festzustellen, in welcher Lage befinde ich mich, die Situation zu bewerten, schnell aus gefährlichen Bereichen raus, wenn man feststellt, dass man sich in einem gefährlichen Bereich befindet. Und dafür stehen wir ein, die Teilnehmer zu sensibilisieren und aktiv und intensiv mit den Teilnehmern zu trainieren. Auf der einen Seite möchten wir mit Polizeibeamten natürlich trainieren, wie wir in einem gefährlichen Bereich, in einem roten Bereich arbeiten, was für Maßnahmen eben durchgeführt werden können und welche nicht. Und selbstverständlich Teilnehmer des zivilen Rettungsdienstes nicht in gefährliche Bereiche führen, sondern den Kolleginnen und Kollegen zu vermitteln, was sie machen müssen, wenn sie feststellen, dass sie sich in einer taktischen Lage befinden, was bis dahin noch gar nicht bekannt war. Und auf der anderen Seite dann eben, wie man da rauskommt, Rettungstechniken, wie bekomme ich den Patienten dann schnellstmöglich transportiert und darüber hinaus dann eben insbesondere auch die Zusammenarbeit mit Kräften der Polizei, gemäß natürlich auch den entsprechenden Empfehlungen, die wir in Deutschland haben, wie beispielsweise Konzept HICAT. Die Frage, die sich euch jetzt wahrscheinlich stellt, ihr seht, hier wird auch gerade fleißig behandelt. Wonach werden denn diese Patienten eigentlich behandelt? Es ist nämlich nicht wie im Rettungsdienst ganz normal das CABCDE, sondern in der taktischen Notfallmedizin wird anhand von MARCH gesichtet und dann auch behandelt, beziehungsweise die Schlüsselinterventionen werden dann durchgeführt, wenn man sie bei MARCH feststellt. Was ist aber MARCH überhaupt? Dazu haben wir auch schon mal ein Video gemacht, als wir den Notfallrucksack vorgestellt haben. Ich erkläre es jetzt hier nur mal ganz kurz, denn bei MARCH ist das Thema, dass die massive Blutung einfach im Vordergrund steht. Man geht ja davon aus, dass das hier Opfer der penetrierenden Gewalt sind, also Stichverletzung, Schussverletzung, Explosionsverletzung und die Verletzungsmuster, die am ehesten auftreten, sind einfach Extremitätenverletzungen, gerade an den Beinen. Deswegen fängt man an den Beinen an und natürlich Thoraxverletzung, Pneumothorax, Spannungspneumothorax, sowas in die Richtung. Das heißt, wir fangen an mit M für Massive Bleeding, ganz wichtig. Da wird einfach der Körper untersucht, sind irgendwo Verletzungen, penetrierende Verletzungen. Da schaut man einfach ganz genau gleich von Anfang an. Da wird dann sich um die massive Blutung erstmal gekümmert. Hier geht's ab. Bei A natürlich der Atemweg, verlegter Atemweg, da seht ihr nachher noch die Skillstation, was da alles genau gemacht wird. R, Respiration, ganz klar. Bei C, Circulation, das heißt, wenn man jetzt in einem sicheren Bereich wäre, könnte man da zum Beispiel noch einen Zugang legen oder das Wound-Packing durchführen, seht ihr alles gleich. Und H, ganz wichtig, der Wärmeerhalt, denn auch so ein Patient, wenn er natürlich im Schock ist und auskühlt, ist natürlich ganz, ganz, ganz schlecht, deswegen da auch der Wärmeerhalt ganz wichtig. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt hier genauer drauf eingehen, zeigen wir euch erstmal, was die einzelnen Stationen überhaupt für einen Inhalt haben. Wir zeigen euch die Skillstation. Auf geht's! Dieser Kurs beginnt morgens immer mit Skillstationen oder sogenannten Schlüsselinterventionen. Das heißt, wenn wir feststellen, ein Patient hat irgendwas, einen verlegten Atemweg, keine Atmung, ein Kreislaufproblem oder halt natürlich eine massive Blutung, dann muss man ja natürlich auch sofort handeln. Das heißt, wir lernen oder die Teilnehmer lernen erstmal hier
einen Atemweg zu sichern, eine massive Blutung zu stoppen, Zugang zu legen und. Das Ganze wird erstmal in kleinen Stationen praktisch geübt und am Ende des Tages findet dann jeweils sozusagen der Einsatz statt, in dem das dann richtig praktisch umgesetzt wird und natürlich auch kombiniert umgesetzt wird. Hier geht es jetzt erstmal um einzelne Stationen, um einzelne Maßnahmen und wir starten jetzt mit der Station M im MAAT-Schema wie Massive Bleeding. Dazu ist hinter mir die Blutungskontrollstation und da gehen wir jetzt mal hin und schauen, was da so gelernt wird. Bei der Station hier wird es jetzt gleich blutig, wie ihr seht. Hier liegt ein Stück Schwein. Wir gehen bei der Station aus, wie man sieht, dass die Hose von körperstammnahen Verletzungen, das heißt hier zum Beispiel, wenn eine Arterie in der Leiste als Beispiel verletzt wäre. Und das ist natürlich dann ein Problem, wenn ihr euch hier den Beckenkamm oder das Becken vorstellt, da kann man natürlich keinen Druckverband einfach drum wickeln. Und da muss man sich dann natürlich was anderes einfallen lassen, wie man so eine körperstammnahe Wunde versorgt. Da ist das Stichwort Woundpacking, da haben wir extra Material dafür. In dem Fall ist es Trainingsmaterial. Das sind dann solche gefalteten, Z-gefalteten Wundgagen. Die sind dann auch im Realfall quasi mit Material getränkt, was die Blutstillung quasi unterstützen soll. Und da lernt man jetzt einfach, wie man so eine Wunde packt. Dazu macht man so einen Knäuel. Wie ihr gesehen habt, drückt man schon währenddessen einfach auf die Arterie, weil so eine große Arterie in der Leiste ist natürlich ziemlich groß. Und wenn ich dann nicht sofort anfange, Druck auszuüben oder das abdrücke, dann, bis ich angefangen habe, ist schon zu spät. Deswegen direkt Druck drauf, Knie drauf, während ich mein Zeug vorbereite. Dann Knäuel machen, reinstecken und die ganze Zeit beim Draufdrücken quasi Druck ausüben. Bevor man allerdings anfängt, das Woundpacking durchzuführen, ist es wichtig, wir haben ja die Finger dann in der Wunde, wenn da koaguliertes Blut ist, die Wunde auszuräumen und erst dann mit dem Woundpacking zu beginnen. Denn wenn da koaguliertes Blut ist, werde ich niemals durch die Gage so einen Druck auf die Wunde ausüben können. Deswegen vorher schön ausräumen, dann ein bisschen drumherum das Blut abwischen, dass ich auch sehe, was da passiert und vor allem, ob noch Blut nachläuft, als Kontrolle sozusagen. Und dann, wie eben beschrieben, das Woundpacking durchführen und ganz wichtig, 5 Minuten Druck ausüben. Und wie man weiterhin Druck ausüben kann, ohne selbst drauf zu drücken, da gibt es einen Trick. Bei Traumata, wo davon auszugehen ist, dass das Becken verletzt ist, werden die meisten von euch ja natürlich auch die Beckenschlinge kennen oder die Maßnahme der Beckenschlinge auch schon ein paar Mal geübt haben. Das Ganze sieht so aus. Aber, wie eben beschrieben, mit dem Druck auf die Wunde können wir so eine Beckenschlinge off-label quasi nutzen, legen die um den Patienten, klemmen zwischen die Wunde oder die Wundgage und die Beckenschlinge so eine Blutdruckmanschette unten drunter und pumpen die einfach auf. Und dadurch habe ich quasi die Beckenschlinge als Widerlager und kann mit der Blutdruckmanschette einfach Druck auf die Wunde ausüben. Das Praktische daran ist, dass ich während des Transports natürlich schlecht weiterhin draufdrücken kann und damit habe ich einfach das Problem, dieses logistische Problem umgangen, einfach beim Transport keinen Druck auf die Wunde ausüben zu können. Junktionales Tourniquet quasi, einfach selbst gebaut. Ich will noch ganz kurz auf das Material eingehen, was hier benutzt wird. Viele von euch oder die meisten Rettungsdienste haben ja mittlerweile Material aus der taktischen Notfallmedizin auf ihren Fahrzeugen verlastet. Ganz wichtig ist, dass man sich mit diesem Material auch mal auseinandersetzt. Es bringt nämlich nichts, wenn ihr so eine Belttasche als Beispiel, so eine besondere Einsatzlagentasche dabei habt im RTW, aber gar nicht wisst, was genau da drauf ist oder wie das Zeug da drin überhaupt aussieht. Damit zu üben, mal ganz davon abgesehen. Dieses Israeli Bandage werden die meisten von euch wahrscheinlich schon mal im Verpackten gesehen haben. Da diese Sachen alle ziemlich teuer sind, haben viele von euch wahrscheinlich sowas auch noch nie ausgepackt. Und da zeigen wir euch mal, wie das Ganze ausgepackt aussieht und vor allem, was man damit machen kann. Das Ganze ist doppelt verpackt. Ihr müsst euch einfach mit dem Material auseinandersetzen, damit es im Ernstfall einfach schnell verfügbar ist. Das Ganze sieht so aus. Ist quasi ein Druckverband oder ein Verbandpäckchen. Allerdings gibt es eine Besonderheit, das Ding hat einen Widerhaken und wofür dieser Widerhaken und dieses Druckpolster ist und wie ich das einsetzen kann, zum Beispiel für einen Druckverband am Hals, das seht ihr jetzt. Das Schöne an dem Ding ist, wenn ihr jetzt einen Patient mit einer massiven Blutung habt, dann seid ihr wahrscheinlich eh aufgeregt. Und wem ist das noch nicht passiert, dass das Verbandpäckchen beim Drumwickeln
runtergefallen ist und sich komplett aufgewickelt hat. Ziemlich blöd, dann ist das Ding dreckig und dann kann ich es nicht mehr benutzen. Das Schöne an der Israeli Bandage ist, ihr habt hier so einen Faden und während ihr wickelt, reißt sich das quasi immer Stück für Stück ab, aber es kann nicht runterfallen. Das heißt, ihr könnt das auch ganz gut alleine wickeln, ohne dass euch das runterfällt. Schmeißt das hinten rum und zieht den nächsten Faden ab. Schmeißt es rum, zieht den nächsten Faden ab. Das ist halt einfach der Vorteil dieses Dings. Es funktioniert auch im Stress. Wir haben jetzt zwei Stationen zum Thema Atemwege. Einmal wird sich hiermit beschäftigt, wie ein Wendeltubus so fachmännisch eingebracht wird und was es da vielleicht für Kniffs und Tricks gibt. Wichtig ist einfach dabei, dass wir ihn gerade einführen und nicht Richtung Gehirn, weil da wollen wir nicht hin. Also, let's do it. Und dann hat man eventuell noch einen kleinen Widerstand, das schiebt man ein Stück weiter und dann ist es eigentlich schon passiert. Und dann sollte auch das schnarchende Atemwegsgeräusch aufhören, im besten Fall. Und auch das Bebeutel kann deutlich leichter sein dadurch. Dann soll es darum gehen, wie wir eine supraklottische Atemwegshilfe einlegen. In dem Fall diese iChill, wer die vielleicht nicht kennt, werdet sie jetzt nochmal sehen. Vorteil ist einfach, die muss nicht geblockt werden. Das heißt, wir können sie relativ schnell einlegen und müssen dann nicht nochmal blocken. Und das ist natürlich eine Zeitersparnis, gerade in so einer Situation. Die zweite Situation beschäftigt sich damit, was machen wir eigentlich, wenn wir zum Beispiel einen Atemweg haben, den wir nicht mehr ventilieren können und der zum Beispiel auch gar keine knöchernden Strukturen mehr hat, zum Beispiel Mittelgesichtsverletzungen, dann kann die Koniotomie eben ein oder ist der einzige Weg, wie wir dann noch Luft reinbekommen. Und damit man eben diese Entscheidung im Einsatz wirklich trifft, ist es super wichtig, das auch mal trainiert zu haben. In diesem Fall machen wir das an einem Schwein. Das heißt, wir haben hier die Trachea von einem Schwein und können anhand dessen die Knorpel tasten und eben einen Atemweg installieren. Super spannende Sache, ist am Schwein aber einfacher zu tasten als am Menschen. Da sind wir auch mehrfach darauf hingewiesen worden. Aber oftmals ist es draußen eigentlich mehr die Entscheidung, die uns daran hindert, eben diesen Atemweg zu eröffnen. Wir haben zu dem Thema sogar schon ein Video gemacht. Da könnt ihr hier oben einmal schauen, wie man nämlich so einen Luftröhrenschnitt macht und das nochmal ganz genau im Detail. Also schaut es euch an. So, wir haben jetzt hier das Glück, mal einen von den Teilnehmern kurz interviewen zu können. Stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du und vor allen Dingen, wie bist du auf die Idee gekommen, den Kurs zu machen? Mein Name ist Benedikt, ich bin Notarzt aus Ansbach und ich bin seit vielen Jahren Rettungsdienst interessiert. Mhm. Und das ist jetzt mal eine Ausnahme aus dem alltäglichen Rettungsdienst, was man nicht alltäglich in seinem Alltag hat. Und deswegen habe ich mich entschieden, weil es ist ja heutzutage nicht mehr ganz so abwegig, dass sowas jederzeit passieren kann. Deswegen habe ich mich entschieden, diesen Kurs zu machen. Ja, und selbst wenn wir nicht von einer Amoklage oder sowas ausgehen, sind es natürlich auch Verletzungsbilder, ne, wo wir mittlerweile auch Sachen auf den Autos haben und damit natürlich auch die Leute versorgen können. Aber auch das geht nur, wenn das Handling bekannt ist. Geht uns natürlich genauso, auch denen, die keine Ärzte sind auf dem Retter. Wir haben mittlerweile so viele Sachen drauf und da muss es geübt werden. So, jetzt sind wir hier an einer Station. Sag uns doch mal kurz, was wurde hier geübt oder was wird hier geübt und womit und überhaupt? Hier an dieser Station wird geübt Thoraxverletzungen, jeglicher Art, Schuss, Schnitt, Stichverletzungen, die dann, wenn sie penetrierend sind, behandelt werden können durch verschiedene Maßnahmen. Zum einen durch Packing, durch Chest Seal, durch Nadeldekompression. Und da gibt es eben hier diese verschiedenen Möglichkeiten. Zum einen hier diesen Wundverband, den ich auf eine offene Thoraxverletzung kleben kann und dadurch die Wunde verschließen kann. Hier, wenn er einen Pneumothorax, Spannungspneumothorax entwickeln sollte, die Nadeldekompression. Wo punktieren wir hier? Die Thoraxhälfte rechts, wird in rechts-links eingeteilt und ungefähr in dieser Mittellinie, im zweiten Interkostalraum, wird hier oben mit dieser Nadel hineingestochen. Genau, ein paar Sachen weichen ja ab zu dem klinischen Alltag, ne, weil hier geht es ja auch um Krisenlagen, wir müssen ja relativ schnell sein. Haben wir eben schon gehört, mit Natze gespült oder sowas wird da eben nicht. Also wer das jetzt so im Hinterkopf hat, das ist de facto eigentlich richtig, aber hier in der Notfallsituation geht es ja viel auch um Zeit. Genau, dann vielen Dank. Du kannst uns gerne mal zeigen, wenn wir jetzt zum Beispiel hier eine Verletzung hätten auf der Seite, wie du jetzt vorgehen würdest, dass wir es einmal kurz zeigen und dann haben wir es eigentlich schon. Vermuteten Spannungspneumothorax hätte, würde ich hier
oder Medioklavikularlinie, 2. ICA, mhm, überhalb der Rippe, senkrecht nach unten. Und dann höre ich im besten Fall ein Zischen, die Luft entweicht und der Patient atmet wieder leichter. Perfekto, dann habe ich eben noch mal so einen Trick gesehen, ne, dass man das irgendwie auch, genau, stabilisieren kann. Hier kann ich das so einfädeln. Ah ja, perfekt. Dann ist ein bisschen mit 2 Tape-Streifen ist es relativ, ja, fixiert. Gut, und bei dem Chest-Seal, gäbe es da noch irgendwas zu beachten, wenn ich das klebe? Weil ich habe schon gehört, das ist sehr klebrig. Das kann auch mal schwierig werden, wenn man das ganz abzieht, ne? Genau, ich muss halt langsam abziehen und dann Schritt für Schritt draufkleben und nicht auf einmal nach unten ziehen, weil sonst verklebt und ich kann es nicht mehr gebrauchen. Und da gab es auch noch so diesen Trick mit der Ausatemphase, ne? In, genau, dem Moment. Ich lasse einen Patienten, sagt, wenn er es noch kann, einmal tief einatmen, ausatmen und unter Ausatmung fixiere ich hier. Okay, perfekt. Vielen lieben Dank. Das war super ausführlich und ich glaube, ihr habt jetzt eine Station mal ganz genau gesehen und wir wissen auch, was einen so dazu bewegt, so einen Kurs hier zu belegen. Vielen Dank. Ja, das hier sind verschiedene Maßnahmen, die wir später ergreifen in den Szenarien, die dann geübt werden und dann das in der Stresssituation auch umsetzen kann. Wir sind aktuell bei einer C-Station, das heißt, hier geht es um den Kreislauf. Hier drin wird jetzt geübt, wie man einen Zugang unter widrigsten Bedingungen legt. Das heißt, da drin ist stockdunkel, wir haben nur Knicklichter und müssen da einen Zugang legen. Und ich würde sagen, wir gehen mal rein und schauen mal, ob ihr was erkennen könnt. Auf geht's. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, damit es da drin auch dunkel bleibt. Komm. Guck, wurde das ist doch Nadel, Zugang. Ja. Danke. Kannst du ein Pflaster bitte bereit machen? Jo, mach ich. Jetzt stelle ich mir noch die Frage, wer kann denn an so einem Kurs überhaupt teilnehmen? Grundsätzlich jeder, der die Notwendigkeit für sich, für seinen Arbeitsbereich dafür sieht, zivile Rettungskräfte genauso wie natürlich Polizei, Militär, Behördenorganisationen mit Sicherheitsaufgaben, Sicherheitsdienste, alles das ist im Prinzip das, was in dem Teilnehmerfeld wiedergespiegelt wird, was wir an Teilnehmern hier begrüßen dürfen. Man braucht natürlich das Interesse und die Motivation, sich mit dem Bereich der taktischen Notfallmedizin auseinanderzusetzen. Bezüglich der Zugangsvoraussetzungen, ob Rettungshelfer, Rettungssanitäter, Rettungsassistent, Notfallsanitäter, Arzt oder auch einfach Ersthelfer in einem Sicherheitsunternehmen. Wir holen jeden dort ab, wo er steht und starten grundsätzlich alle Themen so, dass wir mit einer theoretischen Einführung die wesentlichen Kernpunkte zusammenführen und im Verlauf dann eben aufbauen, die Dinge erst nochmal, um alle auf einen Stand zu bringen, besprechen, praktisch trainieren in Ruhe und dann immer ein bisschen mehr Stress reinbringen, sodass das Ganze auch unter komplexen Bedingungen, schlechten Bedingungen, Licht, Witterung, Lautstärke dann eben auch abrufbar ist, sodass wir uns vom Leichten zum Schweren herantasten und die Bedingungen immer komplexer machen, so der lernphysiologische Ansatz. Vorderer Axillar bitte. Genau. Achtung, ich funktioniere. Okay, sehr schön. Okay, Nase weg, alles klar, dann kurz ein. Ihr werdet euch vielleicht schon gewundert haben, warum wir eigentlich nicht so standardisierte große Notfallrucksäcke haben, sondern stattdessen sowas in der Größe. Der Marius hat schon mal gezeigt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, klickt es auf alle Fälle mal an und guckt es euch an. Denn hier sind im Endeffekt nur die Sachen dabei, um lebensbedrohende Zustände zu beheben. Vorher müssen wir sie natürlich erkennen, genau dafür ist dieser Kurs. Und dann seid ihr aber damit erstmal ausgerüstet und Pflasterkleben von A bis Z, wie der Marius so schön sagt, das machen wir dann in einer sicheren Zone oder eben in unserem RTW beispielsweise. Ein wichtiger Bestandteil dieses Kurses ist allerdings nicht nur die Behandlung von Patienten, sondern wenn die Lage sich ändert, wir irgendwo sind, wo es nicht mehr sicher ist, muss man so einen Patienten natürlich auch schnellstmöglich evakuieren, wegbringen. Neben mir habe ich den Benni, der ist da ganz gut geschult, wie man sieht. Und wir zeigen euch jetzt kurz ein, zwei Sachen, wie man so einen Patienten einfach schnellstmöglich irgendwie wegbringen kann. Also jetzt ist unsicher. Genau, jetzt ist unsicher. Entweder wenn der Rettungsdienst hier nicht hin kann, dann muss ich sie natürlich wegtransportieren, das so schnell wie möglich. Wenn sie ansprechbar sein sollte, kann ich ihr einfach aufhelfen. Das geht natürlich, ne? Steh mal auf, komm, wir müssen hier schnell weg. Steh auf.
Ne? Okay, du kannst nicht richtig laufen. Komm, bleib stehen. Stell dich an die Wand. Ja. Komm hier hin, so. Okay, wir gehen jetzt raus. Und tschüss. Das geht schnell. Was kann man noch machen? Ich kann sie natürlich auch noch schultern. Das ist natürlich aber dann davon abhängig, wie schwer sie ist. Mhm. Ich sag mal, Kinder, leichte Mädels oder alte, leichte Menschen geht natürlich auch. Aber wenn jemand, ich sag mal, weit über meiner eigenen Körpergewichtsklasse liegt, dann muss ich schon wirklich sehr, sehr kräftig sein, den zu schultern, weil es natürlich schon eine Belastung ist. Ne? Ja. Und ich kann das mal einmal hier an ihr vorführen. Ja. Selbst wenn sie jetzt nicht mehr stehen kann. Ja. So, und. Und dann kann ich mit ihr jetzt raus. Ich muss nur ein bisschen aufpassen an den Türen. Der Mann ist fit. Was ist jetzt aber, wenn ich nicht so kräftig bin wie du? Es sind vielleicht zwei Leute auf dem RTW, die jetzt einfach nicht so die Power haben wie du. Wie kann ich dann trotzdem jemanden vielleicht wegbekommen? Ja, ich habe Tragetuch, kann ich immer mitnehmen. Ne? Also alles, was der RTW bietet, Fangleinen, wenn ich sie habe, oder Arbeitsleinen, die Schaufel trage, das Beinboard, also alles, was ich an leichten Materialien habe, die ich auch schnell irgendwo hinbringen kann. Damit kann ich natürlich mit dem Patienten schnell wieder raus. Bei der Feuerwehr sind auch Bandschlingen, sowas. Also alles, was ich mir irgendwo aus dem Repertoire Feuerwehr, Rettungsdienst zusammen suchen kann, einfach nutzen. Ja, wir als Polizeibehörden haben dann zum Beispiel auch so Foxtrot-Litter. Wir haben faltbare Tragen, die viel kleiner sind. Aber das ist auf den wenigsten Rettungswagen verlastet. Ja, das heißt, ihr müsst einfach so ein bisschen unkonventionell denken oder improvisieren. Das heißt, in dem Fall, in dem ihr sowas machen müsst, dann ist eh alles egal. Hauptsache, der Patient kommt irgendwie raus. Genau. Ihr müsst einen Plan haben, bevor ihr zum Patienten kommt. Und der Plan darf nicht erst entstehen, wenn ich am Patienten angekommen bin und merke, es funktioniert nicht, sondern der Plan muss vorher geschmiedet werden. Hanna und ich haben übrigens an genau diesem Kurs, genau hier schon teilgenommen, vor ungefähr 2 Jahren. Das heißt, wir wissen ziemlich genau, was uns hier erwartet. Wenn ihr dieses Video seht, werdet ihr vermutlich denken an der einen oder anderen Stelle, dass das Ganze hier total übertrieben wäre und total überzogen und naja, irgend sowas werdet ihr sicherlich denken oder dieser Gedanke wird aufkommen. Da will ich aber gleich vorweggreifen. Hier wird relativ realitätsnah geübt und man wird hier in diesem Kursformat sehr, sehr, sehr unter Stress gesetzt, unter Druck gesetzt. Das heißt, hier wird geschrien, hier geht's zack, zack, zack. Es werden auch Schüsse fallen, es wird Explosionen geben und. Dass man diesen Teilnehmer, der hier dran teilnimmt, ja, möglichst heftig, sage ich mal, unter Stress setzt. Und ich will euch kurz erklären, warum das so ist, bevor wir jetzt richtig mit dem Inhalt starten. Wenn ihr euch überlegt, was in den letzten Jahren in Deutschland alles so passiert ist, da gab es ja einige Attentate, Anschläge, Amokfahrten, Schießereien und. Das heißt, es ist zwar relativ unwahrscheinlich, dass euch das jemals treffen wird, es ist aber nicht ausgeschlossen. Das heißt, ihr sitzt auch auf dem Land, nicht nur in der Stadt, auf dem Rettungswagen und plötzlich heißt, ja, fahrt mal dahin, Manf irgendwie, und ihr findet euch plötzlich in der Lage wieder, wo ihr dann doch mal davon ausgehen müsst, dass es vielleicht kein Unfall war, sondern ja, gewollt. Und wenn ihr dann in so einer Lage euch wiederfindet, dann ist das natürlich der absolute Horror und der übelste Stress. Und wenn ihr hier unter Stress so Maßnahmen schon mal geübt habt, dann ist es natürlich für euch in so einer Situation einfacher, unter dem Stress diese Maßnahmen dann auch ja wieder aus dem Kopf zu holen. Deswegen wird hier einfach so sehr unter Stress geübt, weil der echte Einsatz oder das echte Geschehen ist, wird natürlich 100-mal stressiger sein als das hier. Aber immerhin wird hier ja mit den bestmöglichen Mitteln versucht, das Ganze realitätsnah darzustellen. Ziel der Szenarien ist es, die Inhalte des Tages in komplexen Szenarien darzustellen, die verschiedenen Bestandteile zu trainieren, nochmal intensiv in komplexen Situationen darzustellen. Wir haben hier verschiedene Lagen, die in ähnlicher Form eben auch irgendwo auf der Welt stattgefunden haben, teilweise auch in Deutschland. Die Teilnehmer werden in Situationen geführt, die vermeintlich sicher sind und müssen dann in der Lage, bei einer Lagezustandsänderung, dann eben entscheiden, welche Maßnahmen weiter durchgeführt werden können, ob überhaupt Maßnahmen weiter durchgeführt werden können. Drei Verletzte!
gegebenenfalls begonnenen Maßnahmen abbrechen, die Rettung planen und strukturiert, schnell und zielführend durchführen und im Verlauf immer wieder die Lage neu beurteilen. Das heißt, auch hier werden die Teilnehmer bewusst nicht in gefährliche Zonen hineingeführt. Sie werden vermeintlich in sichere Lage geführt und müssen dann aber, und das ist das Wesentliche, Entscheidungen treffen, wenn sich die Lage ändert, das erstmal zu realisieren und dann eben die weitere Vorgehensweise zu planen. Durch den Gebrauch einer Schusswaffe in einer Diskothek Verletzte gab. Der Täter war vermeintlich nicht mehr am Ereignisort und so konnten die Rettungskräfte versorgen. Die Lage hat sich geändert, es sind Schüsse gefallen, damit für die Teilnehmer sofort das Signal, wir befinden uns in einem gefährlichen Bereich, sofort weg hier, schnell den Patienten aufzunehmen, aus der Lage heraus zu evakuieren, sich selbst in Sicherheit zu bringen. Das ist ein Stück hoch, das sehe ich nicht. Tief Luft holen! Tief Luft holen! Und ausatmen! Fest! Entlassen wir hoch. Da hatten wir eine Lage, in der ein Fahrzeug in ein Café gefahren ist. Dort gab es mehrere stumpfe Traumata durch Überrolltrauma etc. Im weiteren Verlauf wurde in der Lage dann noch ein Sprengsatz in einem Fahrzeug identifiziert. Auch damit wieder sofort klar, rote Zone, gefährliche Lage, raus aus der Situation und damit schnellstmögliche Evakuierung. Ach du Scheiße, los, hol deine Leute hier raus, weg, weg! Weg, weg, weg! Ihr Schweine! Ich bringe euch alle um! Polizei, auf den Boden! Auf den Boden, Polizei! Ihr Schweine! Ich bringe euch alle um! Auf den Boden! Waffe fallen lassen! Lasst sie die Waffe fallen! Durch die Einbindung verschiedener Einflussfaktoren auf die Teilnehmer, wie beispielsweise optische Reize, Hitze, Geräusche, wollen wir die Teilnehmer bewusst in Situationen bringen, dass sie abgelenkt werden und dann die Fokussierung behalten für die wesentliche strukturierte, prioritätenorientierte Versorgung des Patienten, für die Struktur, die Herangehensweise. Und da bilden wir bewusst ungünstige Bedingungen ab, um das zuvor in Ruhe trainierte jetzt unter komplexen Bedingungen abrufen zu können. Da ist ein Learjet mit Geschäftsreisenden gelandet. Eine unbekannte Person möchte sich mit der Schusswaffe Zugang zum Flugzeug verschaffen, eröffnet das Feuer auf das Flugzeug und es kommt dort zu Feuer und Explosion der Maschine, verschiedene Schussverletzungen. Das ist die angenommene Lage. Yeah!
Mach mich gerade so! Noch ein Kabel bin hoch! Gerade bin hoch! Wir sind am Ende des Videos angekommen. Ihr habt gesehen, ein unfassbar imposantes Video, aber auch ein wirklich extrem komplexes und umfangreiches Training oder Thema. Wir konnten ja natürlich jetzt immer nur Bruchteile davon einfangen, aber wir hoffen, ihr hattet einen guten Rundumblick, um was es hier geht. Es geht nämlich genau nicht darum, dass der Rettungsdienst mit hier Spezialeinsatzkräften vorne reingeht, da wo es brenzlig oder gefährlich ist, genau darum geht es nicht, sondern es geht explizit darum, euch oder jeden, der an so einem Kurs teilnimmt, dafür zu sensibilisieren, was ist denn, wenn ich plötzlich, vor allem unerwarteterweise, in so einer Lage stecke. Also, damit ich dann weiß, was passieren kann, damit ich dann weiß, wie ich mich verhalte und vor allem das Allerwichtigste, das, was auch ich an diesem Kurs mitgenommen habe, es kann immer und überall passieren. Das Ding ist, es geht auch nicht immer um den großen Anschlag, Amoklauf, Attentat, dies und das, sondern nur angenommen, ihr fahrt zum Familiendrama, zur häuslichen Gewalt und seid plötzlich konfrontiert mit einer Schussverletzung, mit einer Stichverletzung oder sonst was. Dinge, die man wirklich extrem selten im Rettungsdienst hat. Und dann müsst ihr natürlich innerhalb von Sekunden wissen, was mache ich jetzt? Jeder hat auf den Rettungsmitteln taktisches Material. Ihr habt Thoraxpflaster, ihr habt Israeli-Bandage, ihr habt Tourniquets und. Wer aber niemals mit diesen Sachen übt und plötzlich einer massiven Blutung angelangt ist, der muss in Sekunden wissen, was zu tun ist. Und wenn man dann natürlich nicht weiß, was zu tun ist, dann ist es eben schlecht. Und dieser Kurs soll einfach ein großer Rundumschlag sein. Wie verhalte ich mich? Worauf muss ich achten? Und vor allem dieses Material, was ich dabei habe, wie benutze ich das? Dazu sind natürlich die Skills, die Trainings, die hier gemacht wurden, extrem wichtig. Auch ich, obwohl ich den Kurs schon mal gemacht habe, der mir damals extrem viel gebracht hat, habe heute wieder richtig viel mitgenommen. Ich konnte wieder richtig viel Wissen vertiefen vor allem, damit dann, wenn es zählt, das Wissen einfach da ist und ich es anwenden kann. Darum geht es hier. Also super Kurs. Auch nochmal vielen Dank für das Vertrauen, dass wir diesen Kurs hier begleiten durften. Das ist natürlich nicht selbstverständlich, wenn man weiß oder wenn man gesehen hat, was hier für Einsatzkräfte am Start sind. Und ich würde sagen, lasst einfach mal sacken und denkt darüber nach. So viel hier vom Siegerland-Flughafen, wenn ihr mehr zur taktischen Medizin wissen wollt, zu dem Notfallrucksack. Dann klickt mal hier oben und hier unten ging es auch um große Blutungen, wie man provisorisch große Blutungen stoppen kann. Klickt mal hier und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.